Einen schönen guten Morgen, meine Lieben. Ja, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, habe ich hier einen Briefumschlag liegen. Und zwar habe ich den von der Frau Gedönsrath bekommen. Und es geht um diese 8 Challenge, die wir jetzt haben. Und zwar die Schnickschnack, die Herausforderung. Und ich habe heute mein Briefumschlag bekommen und ich muss sagen, ich filme zum zweiten Mal, denn mir ist ein Fehler unterlaufen und ich habe das ganze Video gelöscht. Gott sei Dank habe ich noch nicht allzu viel Unheil angerichtet und ich kann euch trotzdem noch zeigen, was alles im Briefumschlag war. Ja, der Wow-Effekt ist natürlich jetzt weg, aber ich zeige euch trotzdem, obwohl ich schon ein bisschen Papier geschnitten habe, zeige ich euch trotzdem, was alles im Briefumschlag war und dann, was ich daraus zaubern werde. So, dann machen wir das Ganze mal auf. So, es geht auch darum, ja, hier haben wir, was getan werden muss. Und zwar sind wir zu 5, wenn ich das jetzt... Ja, zu 5. Das heißt 4 Teilnehmer, die permanent dabei sind und einen Gast. Und von den 5 jeder bekommt einen Umschlag mit dem gleichen drin. Und da muss man damit was basteln. Was noch? Ich glaube, das ist ungefähr alles, was man haben muss, was ich euch sagen muss. Und natürlich werde ich in der Infobox auch alle anderen Kanäle verlinken. Und ich glaube, unser Gast hat auch einen Kanal, dann verlinke ich den natürlich auch. Das findet ihr dann alles unten in der Infobox. Und es wäre mir natürlich eine Ehre, wenn alle von euch auch alle die Videos anschauen. Ich glaube nicht, dass es viel allzu lange Videos werden, aber trotzdem wäre das sehr, sehr schön. Und ein kleines Däumchen da lassen oder einen lieben Kommentar. Ich glaube, darüber freut sich jeder. Und von uns 5 natürlich. Und ja, so kann man dann auch später ein bisschen mal gucken, was so rauskommt. Ne? Wer was am schönsten gemacht hat oder welche Ideen man so, so hat. Ne? Denn wir sind ja 5 echt vielfältige Personen. Jeder hat einen anderen Stil und ich freue mich riesig darauf und auch ja, da mitzumachen. So, jetzt genug gequasselt. Jetzt gucken wir mal schnell, was im Karton mit dabei war, also im Briefumschlag dabei war. Da war mal erstmal Pappe war mit dabei. Es war, ja, ich habe schon geschnitten, ne? Vellum war mit dabei. So ein Embosspapier. Und dann war ein A4, wie gesagt, ich habe schon geschnitten, ein A4-Blatt mit selbst gefärbtem Papier. Sehr, sehr, sehr schön. Und dann hatten wir noch mit dabei. Und zwar hatten wir Stempelabdrücke, waren mit dabei. Und dann war ein Stück Tüll, eine Tasche, ein Stück Jute und dann hier waren so Kügelchen, da waren mehr drin. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Und dann hier drin waren so Ausstandsteile, ja, so Blüten, Blätter, Entschuldigung. Und dann noch so ein Stanzteil hier mit dabei und ja, so ein Pfeifendings und ein bisschen Glitter und so eine Sicherheitsklammer, ne? Glaube ich, nennt man das. Das war alles mit dabei. Wie ihr seht, ich habe schon ein bisschen angefangen und ja, wie gesagt, falschen Knopf gedrückt und alles war weg. Und das hat mich richtig geärgert. Aber ich denke trotzdem, ne,
Seht ihr, was darin ist, und dann gucken wir weiter. Ich drücke erstmal Pause und dann sehen wir uns sofort wieder. So, da wäre ich wieder. Und zwar, man darf ja ein paar Sachen aus seinem eigenen Bedarf nehmen. Und ja, ich habe mich für ein 12x12 Papierblatt entschieden. Und ja, das falte ich mir mal, denn ich habe mir gedacht, ich versuche ein kleines Mini-Album zu basteln. Mal gucken, ob das mir gelingt. Und ich nehme euch dazu mit. So. Ich falte mal ungefähr und gucke, was daraus wird. Hoppla. Ja, was könnte ich euch Schönes erzählen? Ich weiß es nicht. Ja, ich freue mich natürlich für hier diese Challenge mitzumachen. Diese Herausforderung, nennen wir das mal so. Und ja, ne? Unsere Miss Sattwich hat ja, ne, schöne Sachen eingepackt und ich habe mir lange überlegt, was machst du, ne, bevor ich Video gelöscht hatte, ne? Natürlich. Und da kam ich auf diese Idee. Ob das nun mir so gelingt, wie ich mir das auch vorstelle, das ist eine andere Sache. Werden wir ja sehen, wenn es mal fertig ist. So. So, das wäre mal das. Und dann nehme ich mir mal meine Schere. So, wie ihr seht, ich schneide hier an meinen Falzlinien. Das schneide ich mir ein. Und zwar bis zu dieser hier, dass man so Laschen hat. Das mache ich jetzt hier bei allen drei. Und auch noch mal hier. So, und dann falte ich mir die hier so nach oben. Und dann falte ich mir das so. Und dann einmal, na, wo ist es denn jetzt hier? Einmal so rum. Und einmal so rum. So, aber zuerst mal ich muss mich hier ein bisschen
klappt das heute hier oben nicht richtig. So. So, ich denke, jetzt geht's besser. So. Müssen wir erstmal gucken, damit wir das schön gerade haben. So, das wäre okay. Hier muss ich auch noch ein bisschen schneiden, damit das sauberer aussieht. Passt das alles schon viel, viel besser. Und das mache ich hier auch noch mal. Und dann zu dieser Seite. Es ist so halt sauberer, so. Sehr, sehr schön. So, und da gucke ich mir das an, ob das ungefähr gerade ist. Und wenn nicht, schneide ich mir das hier gerade ab. So. Diese kleine Nuppi. So, das lege ich mir mal dahin. So, dann hätten wir mal unser ungefähr Mini-Album. Und dann nehme ich mir mal meinen Kleber. Und jetzt muss ich muss das erst einmal, ne, wir haben das ja so gefaltet, werden wir mal hier, diese Mitte hier, werden wir mal verkleben. So, und dann verkleben wir das. So, und dann haben wir ja hier. Na? So. So ein Teil. Das werde ich mir hier oben ankleben. Drücken. So haben wir hier eine Klappe und zu dieser Seite haben wir dann eine Tasche. So. Na, da hätten wir sowas. Dieses hier, das lasse ich so. Ich gucke mir das nur an, ob das auch schön gerade geschnitten ist. Nee, nicht so richtig.
So. Das lasse ich so, so eine Flipseite. Und dann haben wir zu dieser Seite ja auch so eine Flipseite, ne? Das seht ihr ja dann in der Mitte. So, und diese hier mache ich dasselbe wie bei der ersten. Und das klebe ich mir hier oben fest. So habe ich wiederum eine Tasche hier zwischen. Und wieder eine Klappe nach oben. So. Und diese hier, die lasse ich dann wieder. So, damit wäre das mal gemacht. Jetzt lassen wir das mal gut trocknen. Und in der Zwischenzeit nehme ich mir so, hier haben wir ja eine Tasche und wir haben hier so ein Tütchen hier bekommen. Das werde ich mir jetzt mal ein bisschen ankleben hier. So. Das müsste ja dann hier reinpassen. Ja, es passt rein. Und darauf, ich habe hier ja noch Papier. Gucken wir mal, wie tief wir das haben möchten. So dass das ein bisschen rausguckt. Sagen wir mal so. Das ist gut. So, dann schneide ich mir das mal ein Stück ab von unserem schönen selbstgefärbten Papier hier. So, und das klebe ich mir hier drauf. So, aber nur so, dass das nur da klebt, wo es kleben soll. ich brauche mal ein Stück Papier. Ich reiß mir hier mal ein Stück ab. So. Dass das auch nur da klebt, wo es kleben soll. Denn sonst haben wir ein Problem. Machen wir das gleiche auf der anderen Seite. Ich lege mir dieses Papier hier wieder hier rein. So, und das hier, das klebe ich dann auch hier drauf.
So, und dann schneiden wir uns das hier mal. So, ab. Und jetzt gucken wir mal. Da müsste das ja hier so reinpassen. Diesmal ohne Probleme. So, so haben wir hier ein Täschchen. Heißt fast ein Tag und noch eine Tasche. Wo wir dann noch uns ein Stück Papier reintun können. Dann auch noch ein Tag rein. So, wenn ich das jetzt mal so knicke in der Mitte, würde ich noch gerade knicken, das wäre ja auch noch eine Sache, ne? So. Dann machen wir das hier rein. So. Dann haben wir eine Tasche in einer Tasche mit einem Tag. So. Und dann habe ich mit den Kügelchen habe ich mir hier so ein Schüttelding gemacht. Ich habe das auch benutzt und das kommt dann in unsere andere Tasche. Wo haben wir die denn jetzt? Hier, glaube ich. So, gucken wir mal. So, passt das auch noch rein. Könnte man auch andere Sachen reintun. So, das wäre mal das. Auf jeden Fall passt. Nehme ich das mal raus. Das ist für später. So, dann nehme ich mir mein Tüll. So. Und ich glaube, den klebe ich mir. Das wird meine Schließe. So, ich werde das mal tun, das ankleben und auch schon innen ein bisschen farbiges Papier rauftun und dann sehen wir uns wieder. So, ne? Ich habe mich jetzt ein bisschen vorgearbeitet, ne? Ich habe hier dieses hier. Ne, hier drauf geklebt und ein Vellum hier drauf geklebt und hier habe ich mir das so ein bisschen umgeknickt und zu dieser Seite mache ich mir hier oben ein bisschen, hier an den Rand mache ich mir Kleber, so damit das da kleben bleibt und das da nicht lose geht. So, so für den Rest, jetzt habe ich hier noch ein paar Sachen liegen, die Jute. Ich glaube, ich mache die noch hier so drauf. Ich guck mal. Ich glaube, ich klebe mir die da noch drauf. Ich will das mal ein bisschen gerade. So, dann mache ich mir hier mal Kleber. So. Und dann klebe ich mir mal die Jute da drauf.
So. Gut festdrücken, damit das auch ordentlich klebt. Der Rest, den schneide ich mir weg. Seht ihr, ne? Hier habe ich mir eine Schleife gemacht. So, klebe ich mir das mal ordentlich. So, ein bisschen Kleber zu dieser Seite. Das schön ordentlich hält. Und dann zu dieser Seite noch hier Kleber drauf. So. So, und lassen wir das mal ein bisschen trocknen. Bevor ich den Rest da abschneide. Lassen wir das mal ein bisschen trocknen. So, dann haben wir noch hier diese Blätter hier. Mam, die Hedwig, ne? Ne? Ging's nicht kleiner und filigraner, ne? Es bleibt mir an den Fingern kleben, damit. Nun ja, ich muss ja üben, ne? Hei. So. Mal gucken, was ich damit mache. Die kommen auf jeden Fall hier. Und dann, ja, ich habe mir hier das Gedöns mal ausgestanzt. Mal gucken, was ich da noch so alles damit machen werde. Ich glaube, das ist trocken genug. Mache ich das mal auf. Dass ich mir hier den Rest da wegschneiden kann, was ich nicht brauche. So. So, damit wäre das mal gemacht. So, und dann nehme ich mir mal ein Stück Pappe hier. Ich habe mir ein Stück Pappe ausgeschnitten. Das ist aber noch zu groß. So. Ich glaube, ich klebe mir das zusammen. Und das klebe ich dann später da drauf. Dann steht das alles weg. Ja. So, aber erstmal kommen wir hierzu. Wie mache ich das denn jetzt? Wäre vielleicht erstmal ich kann mir das da reinschieben. Ach, das ist doch eine Idee. So, machen wir das mal alles dahin. Ich mache mir diese Nadel mal auf. Jetzt habe ich noch eine Idee bekommen. Wenn ich mir das jetzt hier so hier durchschiebe. Dann hätte ich das ja befestigt. So. So, damit hätten wir das mal. Jetzt muss ich mir das nur noch in die richtige Position setzen. So.
da ein bisschen Kleber vielleicht da hinten drauf oder hier drunter. Damit das auch ein bisschen kleben bleibt. Ich glaube, das klebt nicht. Aber da kann ich mir Kleber machen. So, werde ich mir das mal ein bisschen festdrücken. Nun ja, ob das kleben bleibt, das ist eine andere Geschichte. Ja, so. Ich glaube, ich nehme mir da mal die ist nicht groß genug. Ich muss die große nehmen. So. In der Zeit, wo das trocknet, kann ich mich mal hier rum kümmern. Hoppla. So. Gebe ich mir mal das mal hier drauf. Das muss ja auch ein bisschen trocknen. Klebe ich mir das so hier drauf. Ja. Das machen wir. Und da mache ich auch einen kleinen Klecks. Kleber. So, da bleibt er doch schön so. So. Und das klebe ich hier drauf. Wenn das jetzt gut klebt, hier habe ich ja noch mein Tütchen. Kann ich da nicht irgendwie? Das ist zu groß. Hm.
habe ich meinen Eckenab runter. Davon könnte ich ja auch. Nee, ich mach das nicht. Auf einer anderen Seite. So, das passt jetzt hier super hier rein. So, sehr, sehr schön. So, das hätten wir auch fertig. So, ich hoffe, das wird jetzt und das hält auch. Ich denke mal. So, dann drehen wir das Ganze mal um. Und da glaube ich, klebe ich das hier so drauf. Und dann hier noch mit diesen ich glaube, hiermit bekomme ich das besser. Ja. So, da werde ich mir das erstmal aufkleben. So. Und dann, wie lege ich die jetzt? Na. Dann vielleicht eins hier. Also irgendwie in der Art. Mal gucken. So, mache ich mir hier noch ein bisschen Kleber drauf. Dann nehmen wir das mal weg. So. So, dieses hier. Wie gesagt, ich werde euch auch die anderen Kanäle verlinken. Und das ist ja, Kanal von Hedwig Gedönsrath. Ne? Das ist ja die das Ganze ins Leben gerufen hat. Und dann der Kanal Sparina und der dritte. Der Kanal ist Rebecca Chaos Queen. Unser Gast, das muss ich noch mal gucken. Ich glaube, das ist Kreativfalter, glaube ich, heißt ihr Kanal. Das muss ich noch mal gucken.
Und dann, ja, ne? Meine aber, das seht ihr ja selbst schon. Ne? Den brauche ich ja nicht zu verlinken. Auf jeden Fall die anderen vier werde ich alle verlinken. Und dann hoffe ich, dass ihr dann auch bei denen vorbeischaut, was die denn so Schönes daraus machen. Ich glaube, es sind schon einige Videos hochgeladen. Ich bin ja ein bisschen spät dran. Ja, ich war auf einer Hochzeit eingeladen und da musste halt Schnickschnack warten. Ne? Deshalb erst heute. So, lassen wir das mal gut trocknen und dann denke ich, wäre ich soweit fertig. Ich mache hier noch diese Dings hier rein und dann gucken wir uns das Ganze einmal gemeinsam an. Wenn ich denn jetzt, sagt jetzt nicht, ich habe es falsch rum. Ach du Scheiße. Wo habe ich denn jetzt hier? Ich glaube, ich habe es falsch rum gemacht. Ach, ist nicht so schlimm. Ich muss dann erst mal was gucken. Aber ich glaube, ich habe es falsch rum. die Tasche. So, ich werde das erstmal hier ein bisschen sauber machen und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. So, und damit wäre mein kleines Mini-Album fertig. Und zwar sieht das vorne so aus, ne? Zur Seite. Hier mit einer Schleife und hinten sieht es so aus. Dann öffnen wir das Ganze hier. So. Und dann, ich drehe das mal so hin, können wir das hier öffnen. Dann habt ihr hier ein Teil, wo ihr so, da habe ich dann das Einhorn und hier noch der Rest von diesen Namen reingemacht. Und ihr könnt es so öffnen. Und dann zu dieser Seite könnt ihr es nach unten klappen. Und dann habt ihr hier eine Tasche. Da habt ihr dann so ein Schüttelding drin. Könnt ihr als kleines Lesezeichen oder so, ne, noch reintun, für ein Lesezeichen nehmen. Na, dann geht doch da rein. Na, so, jetzt hier rein. So. Ne, und dann habt ihr hier wieder ein aufklappbares Ding mit wieder solchen Sprüchen und dann so. Und dann zu dieser Seite wieder aufklappbar und eine Tasche, ne, wo wir eine Tasche gemacht haben. Ne? Und noch ein kleinen Tag, wo ich ja die Ecken abgerundet haben, wo man noch was Kleines reinschreiben kann. So, machen wir das wieder hier rein. Und dann wieder hier in diese Tasche. Und damit wäre mein Schnickschnack fertig. So, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr lasst mir ein Daumen nach oben da und einen netten Kommentar. Darauf freue ich mich immer. Und ja, ich hoffe, ihr schaut bei den anderen Teilnehmern vorbei, was die so Schönes gewerkelt haben. Ich habe mir schon eins angeguckt, die anderen muss ich noch. Und ja, dann sage ich Tschüss und wir sehen uns im nächsten Video.